So, und damit herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Cold War. Ja, wir sind letztes Mal hier an der Beweistafel stehen geblieben. Wir haben jetzt hier die nächste Mission. Einmal Operation Rot der Zirkus. Das sind Nebenmissionen. Oder Operation Chaos. Die machen wir jetzt mal nicht. Ich würde sagen, wir machen jetzt Riss in der Mauer. Das ist die Hauptmission und los geht's. Volkov ist der Anführer der russischen Mafia, die sich nach dem Bau der Mauer in Ost-Berlin breit gemacht hat. Der Kerl hat Beziehungen zu Kartellen in ganz Europa und Amerika. Ihn zu neutralisieren schadet nicht nur Perseus, sondern dem Syndikat weltweit. Er ist ein großer Fisch. Und hier ist unser kleiner Fisch. Franz Kraus. Laut MI6 einer von Volkovs Informationskurieren. Er hat für morgen Abend eine Übergabe mit Volkov vereinbart. Wir gelangen mit der U-Bahn nach Ost-Berlin. Eine verlassene Haltestelle auf der anderen Seite der Mauer ist unser Zugangspunkt. Wir beobachten Kraus, sobald er die Stadt betritt. Wenn Volkov sich blicken lässt, wird er getötet oder festgenommen. Riss in der Mauer. 24. Februar 1981, Ost-Berlin. Wir sind gerade unter der Mauer durch nach Ost-Berlin. Bereithalten. Bitte stellen Sie kein Gepäck auf die Sitze. Warum so traurig? Du bist schwanger. Das sind tolle Neuigkeiten. Sobald der Zug abbremst, springen wir beide ab. Park, Lazar, was ihr fahrt noch weiter. Bell und ich finden Kraus. Okay, der Zug bremst ab. An die Arbeit. Let's go. Okay, und los geht's. Identifiziere Franz Kraus. Vorsicht, ostdeutsche Wachen patrouillieren noch diese verlassenen Stationen. Wir gehen leise vor. Okay, das war nicht so leise. Aber das hat keiner gehört. Hier geht es raus. Die Kanalisation. Ein Ort, wo ich nicht sein möchte. Hey! Scheiße, was ist hier los? Scheiße. Ich arbeite für die Bahn. Ich suche eben meinen Ausweis. Das ist Sperrgebiet. Sie sind verhaftet. Runter auf den Boden. Halt, halt, halt! Beruhigen Sie sich. Wir finden da doch...
Jetzt! Was zum... Zack. Sehr gut. Machen wir hier sauber. Der ist noch nicht tot. Der leuchtet noch rot. Okay, Körper schleifen. Oder tragen. Und Körper ablegen. Da findet eh keiner. Kraus sollte bald am Kontrollpunkt sein. Die Leiche. Gehen wir rauf aufs Dach. Park, Lazar, sind fast in Position. Verstanden. Na los, hier lang. Mach die Tür auf. Vorsicht, Scheinwerfer! Immer schön geduckt gehen, dann geht das schon. Eins muss man ihnen lassen, abriegeln können sie. Bis jetzt gefällt mir verdammt, das Spiel Kontrollen richtig sind schärfer als sonst. Muss Kraus festhalten, verpasst er sein Treffen mit Volkan. Und wo ist Kraus, frage ich mich jetzt. Beim Kontrollpunkt, der mit dem Aktenkoffer. Ist er das? Eine gute Frage, wo der jetzt sich aufhalten tut. Ich weiß nämlich nicht, wo ich jetzt gerade gucken soll. Das ist nicht Kraus. Nein. Mit dem Aktenkoffer. Nicht unser Mann. Negativ. Das auch nicht. Wo soll ich noch gucken? Das ist er nicht. So sieht Kraus nicht aus. Och, schade. Gute Arbeit, das ist er. Das ist Kraus. Okay, ich behalte ihn mal im Auge. Mir nach. Park, Kraus hat eben die Mauer passiert. Statusbericht. Ich bin mit Lazar.
da beim Evakuierungspunkt. Wir warten auf euch. Verstanden. Angeblich trifft Kraus Volkov in der Kneipe über die Straße. Hudsons Informantin ist drin, hat einen blauen Schirm bei sich. Ich behalte die Straße im Auge. Also gut, dann wollen wir mal. Das ist der. Die Informantin hat einen blauen Schirm bei sich. Blauen Schirm. Die hat keinen. Bell, halte nach dem blauen Schirm Ausschau. Wie schön, dass Sie es geschafft haben. Kraus ist am Tisch über meine rechte Schulter. Guten Abend, mein Herr. Was darf ich Ihnen bringen? Eine Berliner Weiße, bitte. Ich verstehe laut und deutlich. Also warten wir auf Volkov. Hudson hat nicht viel verraten. Wer weiß, der Mann ist wie ein Geist. Ich schätze nicht mehr als einen Tag. Kraus ist ein Ex-Stasi, aber lassen Sie sich nicht von seinem Äußeren täuschen. Der Mann ist ein Mörder. Einer meiner Informanten wurde bei einer Durchsuchung 2 Blocks von hier festgenommen. Die Stasi wird annehmen, dass weitere in der Nähe sind. Ich bitte Sie um einen Gefallen. Er wird der Folter nicht lange standhalten. Wir müssen ihn retten. Oder ausschalten. Sie finden ihn hier. Dankeschön. Achtung, Bell. Ich glaube, Volkov kommt rein. Wo ist Volkov? Man ist ihm gefolgt. Gehen Sie nach Hause und warten Sie auf unseren Anruf. Ort und Zeit werden neu bestimmt. Wir kümmern uns um Ihren Schatten. Bell, wir haben Ärger. 2 Stasi-Leute gehen rein. Raus da, sofort! Verdammt. Gehen Sie durch die Toiletten. Ich halte Sie auf. Okay, wir müssen durch die Toiletten. Team, neuer Plan. Wir treffen uns bei Kraus Wohnung. Er bleibt unser Ticket zu Volkov. Schnell raus, raus, raus! Öffnen Sie die Tür, sofort! Tarnung! Bleibe versteckt, um nicht entdeckt zu werden. Feinde werden alarmiert, wenn das rote Symbol blinkt und die Anzeige gefüllt ist. Ich wohne gleich über den Platz da drüben. Ich brauche mehr Zeit. Triff Lazar und Park ohne mich. Ich melde mich, wenn ich kann. Oh je. Dietrich drehen, abbrechen. Schon gut, schon gut. Aber Sie können meine Wohnung von hier aus sehen. Vorsicht, Bell. Die Stasi ist überall. Ich tue Ihnen nichts. Ich möchte nur ein paar Fragen stellen. Je länger ich suchen muss, desto schlimmer wird es für Sie. Ist er weg? Vielen Dank. Ich bleibe, glaube ich, so lange hier, bis die Stasi weg ist. Okay. Was müssen wir als nächstes tun? Triff mich im Gebäude gegenüber deiner jetzigen Position. Errege kein Aufsehen, wir haben schon genug Ärger. Ich kann's versuchen. Attentäter!
versuche zu schleichen. Aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Park, wie ist die Lage? Ich bin in einem Laden gegenüber von Kraus. Er kam gerade nach Hause. Und du? Die Stasi sucht das Gebiet ab. Ich muss mich versteckt halten. Ich stoße dazu, sobald es sicher ist. Bell, geh sofort zu Park und Lazar. Ende. Schnell, schnell. Ich habe ein KGB-Gebäude in der Nähe überwacht. Ich weiß nicht, wie sie mich fanden. Ich habe nach vorne. Ich drücke vor. Ich verdanke Ihnen mein Leben. Ich warte auf Ihre Nachricht. Ich drücke vor. Wo lang? Ah, Beweise. Perfekt. Gehen Sie ruhig. Munition. Ich drücke vor. Mann am Boden. Komm schon. Jetzt haben die mich entdeckt. Das geht nicht gut aus. Die treffen mich von beiden Seiten. Okay, so sollte es klappen. Aber die Munition ist knapp. Lauf, Forrest, lauf! Okay, los. Wenn du das unauffällig nennst, Telefon Scott. Tja, ich hab's versucht. Aber nice, eine Schleichmission ist auch nicht schlecht, auch wenn ich jetzt leider versagt habe, was das Schleichen angeht. Park ist im Elektrogeschäft direkt gegenüber von Kraus Wohnung. Ich wollte ihr ein Würstchen aus dem Braunbär mitbringen, aber die haben schon geschlossen. Verdammt, ich hab Hunger. Warum? Park ist gleich vorbei. Ich will jetzt auch ein Würstchen. Beweise, die ich mitnehmen kann. Ja, Augen auf Kraus. Augen auf Kraus.
Boss Kraus. Was denkst du, Lazar? Klingt, als ob Volkov Kraus Aktenkoffer will. Mit einem Peilsender führt er uns direkt zu Volkov. Einer von uns kann sich in Kraus' Wohnung schleichen. Ihm und seiner Frau aus dem Weg zu gehen, wird schwieriger. Bell übernimmt. Während er dabei ist, sehe ich mich draußen um nach. Ungebetenen Gästen. Park, beobachte du uns von hier aus. Ich zeig dir meine Schokoladenseite. Reizend. Was soll das denn bitte heißen? Spielen Enduro. Was ist das denn? Beschleunigen von vorn. Ende. Okay, Tunnels. Naja, lustiges Spiel, aber wir haben eine Mission. Sie macht nur ein Nickerchen. Wie cool. Das ist ja nice. Okay, wir müssen den Aktenkoffer suchen. Wo könnte der sein? Ada, suchst du mir meinen Schirm? Ich gehe in ein paar Minuten. Ich finde meine Decke nicht. Scheiße, wir haben das Kind übersehen. Oh nein. Anhalten. Wir müssen nach oben. Papa, kommst du? Kraus verlässt dein Büro. Versteck dich. Putz dir die Zähne. Ich komm gleich rauf.
Oh Mann. Er kommt wieder hoch. Verdammt. Ich verliere Kraus immer aus den Augen, wenn er in das Zimmer geht. Sieh dich um. Ich mach ja. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Okay, da können wir nicht rein. Der Aktenkoffer muss hier sein. Das war sowas von klar. Was passiert jetzt? Sie haben zugelassen, dass er in Ihre Wohnung eindringt. Ich kann es nicht erklären, wie er an das Material kam. Aber ich habe ihn hergebracht. Das macht es deutlich weniger unangenehm für Sie. Aber? Und Greta Keller haben wir auch. Ihr Kollege hat sie verpfiffen. Du feiges Stück Scheiße. Tut mir leid, Greta. Der KGB hat tiefere Taschen. Ah, endlich. Perseus hat ein hohes Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Leck mich, Arschloch. Nein. Du willst nicht, dass ich mein Spielzeug auspacke? Ich frage nochmal. Für wen arbeitest du? Deine Fragen sind mir echt egal. Zu deinem großen Pech scheinen deine Freunde leider noch andere Pläne zu haben. Ich könnte dich wahrscheinlich gebrauchen, aber du bist beschädigte Ware. Nur das Grab kann einen Buckligen heilen. Ja, Stutterkopf! Gerade rechtzeitig. Ich sichere den Koffer. Schnapp Volkov. Jawohl.
schauen wir doch mal. Aber langsam. Denn wir sind nicht unverwundbar. Und die Gegner haben schnelle Finger. Zu viel. Und das war's mal wieder. Weiß nicht, ob der jetzt oben oder unten ist. Splittergranaten können wir immer gebrauchen. In Deckung gehen. Zu viel. Nein. Das ist echt schwierig. Okay, hier wurde es jetzt gespeichert. Oh Mann, jetzt geht's schon wieder so los wie bei der zweiten Mission. Das ist ja echt heavy. Haben wir die Granaten aufgehoben? Das weiß ich gar nicht. Nein, haben wir nicht. Das war knapp. Oben sind auch welche. Kein Wunder, dass ich die ganze Zeit rum. Nein! Jetzt rennt der mir da rein. Ich glaube es nicht. Ich habe keine Muni mehr. Das gibt es doch nicht. Wie soll ich da bitte nach vorne, wenn ich keine Munition mehr habe? Verdammt. Warte. Da war was. Damit komme ich schon viel mehr klar. Laden. Los. Sehr gut. So,
Hier sind wir also. Endlich. Bell, im Namen des MI6. Danke. Volkov gehört uns. Mehr als er verdient. Jetzt nichts wie raus aus Ost-Berlin. Trophy erhalten. Ein Schutz für alle Fälle. Perseus hat eine Atombombe durch Ost-Berlin geschmuggelt. Riss in der Mauer. Noch eine Trophäe. Er hat sie, da bin ich sicher. Wir haben in Volkovs Daten verschlüsselte Koordinaten für eine unbesiedelte Region in der ukrainischen Sowjetrepublik gefunden. Mein Überflug zeigte das hier. Ich will genau wissen, was in diesem Gebäude vor sich geht. Wir brauchen die anderen. Mason und Woods stoßen aus Kiew zu uns. Bell, du steigst mit Woods hier ein. Mason und ich kümmern uns um die Evakuierung. Park sitzt am Funkgerät. Wir kennen weder Truppenstärke noch Ausrüstung. Handelt nach eigenem Ermessen, falls es zum Kontakt kommt. Werfen wir einen Blick hinter den eisernen Vorhang. Rotes Licht, grünes Licht. Ich empfange keinen weiteren Funkverkehr. Du bist sicher, Woods. Verstanden, Park. Bleib dran. Halte Mason und Adler bereit. Gehen wir. So. Und damit würde ich auch wieder mal die Folge beenden. Wir sehen uns in der nächsten Abo. Oder schreibt mir was in den Kommentaren. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.